gibt es Bombing pur, HCT-Crew. Wir reden darüber, was die HCT-Crew vollbrachte Mitte der 90er, was HCT eigentlich bedeutet und was man denn so in seiner Freizeit, ja, wie man so seine Freizeit gestalten kann. Als Gast habe ich heute den großen Schattenmann. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. So als erstes, was bedeutet eigentlich HCT? HCT bedeutet hauptsächlich Hate Clean Trains, aber es kamen auch noch andere Bedeutungen dazu später, wie Hate Crazy Toys oder Hate Cop Terror. Warum sitzen wir hier heute eigentlich zusammen und reden über, was reden wir eigentlich? Was ist das Besondere an HCT? Ja, HCT hat so 94 in Hannover das komplette Nahverkehrssystem gesprengt und das gab es in Deutschland noch nicht sehr häufig. Was heißt, ihr habt das Nahverkehrssystem gesprengt? Was bedeutet das genau? Das heißt, dass Ende 94 ca. 95% des Zugsystems in Hannover total gebombt war. Und du hast es schon angesprochen, das kam noch nicht so häufig in Deutschland vor. Wie häufig kam es überhaupt in Deutschland und auf dem Erdball vor? Also in Deutschland war es vor Hannover eigentlich nur in Dortmund so und sonst in New York halt und Amsterdam. Wenn man da mal von Zahlen spricht, wie viele Züge in jeder einzelnen Stadt mussten gebombt werden, damit das erreicht wird, dass das System gesprengt wird? Also New York hat natürlich das mit Abstand größte System, knapp 8000 Waggons. Amsterdam sind nur knapp 50 und Dortmund so 80 bis 100. In Hannover waren es über 350 Waggons, also ein recht großes System. Um die Dimensionen auch mal begreiflich zu machen, kannst du erläutern, wie viele Menschen ungefähr das in New York, in Amsterdam und in Dortmund und in Hannover waren, die diese Züge gebombt haben? Also in New York waren es Tausende, in Amsterdam waren es meist reisende Rider aus ganz Europa und in Dortmund und Hannover eher eine Handvoll Leute. Gigantic.
MCs who's getting at these nuts. Starstruck on the uppity up. Chicks clockety club. I vanish like ounces out the bottle. You blemish like a bohemian model. I tarnish like a worn out athlete. Bring you back to freestyling on the corner street skills. You ain't got them like a newborn. Muse the park on the ride like the Matterhorn. Now catch me. Jeep out Grand Cherokee. Hit the highway and you stare at me. Living like Earl. That's your life and time of a scientist. Bugging stance like a praying mantis. Short size, mentally gigantic. Wenn man sich die Züge damals angesehen hat, fällt auf jeden Fall als erstes auf, dass ihr nicht irgendwie extrem auf Style gegangen seid, sondern dass es sehr stark bombingmäßig war. Warum war das eigentlich so? Ja, das Ziel war erstmal, dass auf jedem Waggon ein HCT-Panel ist und dass die Waggons halt fahren, dass sie zugebombt sind, und so ist das halt entstanden. Es sind auch vereinzelt Style-Sachen gefahren dann, aber hauptsächlich war erstmal das Ziel, das System zu sprengen und die Züge zu bomben und keine sauberen mehr zu sehen am Bahnhof. Also die zum Sprengen gehört natürlich auch dazu, dass sie mit dem Putzen nicht mehr hinterherkommen. Ja, ganz genau, wie der Crewname schon sagt, halt Hate Clean Trains, also saubere Züge waren immer ein Dorn im Auge und mussten schnellstmöglich gebombt werden. Was ist eigentlich, weil viele normalsterbliche Bürger, gerade wenn sie Häuserbesitzer sind und an ihrer Wand irgendwie ein Throw-up finden, verstehen nicht so ganz, was das erstens soll und zweitens, warum es dann auch noch so ugly aussehen muss, weil es halt so gebombt ist. Was ist eigentlich der Sinn dahinter, so ein Bombing auf den Zug zu klatschen oder an so einer Häuserwand zu klatschen? Ja, der Sinn ist halt, den Namen bekannt zu machen, gesehen zu werden, zu zeigen, ich bin hier oder wir sind hier, und das geht halt am besten mit Bombing, mit Text, mit Throw-Ups, das am schnellsten. Man kann viele Orte erschließen, die man mit schönen Bildern nicht erschließen kann, und auch allein von der Masse her ist es ganz andere Sache. Also es ist tatsächlich so, dieses Menschheitsbedürfnis, ich will nicht umsonst gelebt haben, ich will was vollbracht haben, das steckt da tatsächlich hinter. Kann man schon so sagen, ja. Also dieses Ich-war-hier-Syndrom ist ja mit Graffiti eng verbunden, sag ich mal. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass man eigentlich davon ausging, dass es dann in Deutschland grassieren würde, dass ich mache jetzt mal in den nächsten 12 Monaten mein Yard platt, Fieber. Ist es aber nicht. Hat es keiner mitgekriegt in Deutschland oder haben es Leute durchaus bemerkt, was ihr damals geschaffen habt? Doch, es haben schon sehr viele Leute mitgekriegt. Erstmal waren zu der Zeit auch einige hier und sind am Bahnhof lang gefahren. Also das haben schon viele mitgekriegt, und es war ja dann auch im ersten Graffiti-Artbuch ein dicker Bericht darüber. Und das ist eigentlich so das, was auch heute noch mit am bekanntesten ist aus Hannover. So. Und wenn man von dieser Bemerkbarkeitsebene auf die Respektsebene geht, gab es auch Respektsbekundungen von Malern dafür oder hat man das halt abgetan als Bombing, Shit und bla bla bla? Also wir haben eigentlich von den meisten wirklichen Writern Respekt dafür gekriegt, die halt nicht nur eingeschränkt an Style denken, sondern auch Ahnung vom Bombing haben. So. Also Bombing ist einfach, ja, man kann viel mehr erreichen, oder? Ja, man kann viel schneller und viel ganz andere Stellen damit erreichen und viel mehr Aufmerksamkeit erregen halt und auch viel mehr Schaden und anrichten und viel mehr Spaß haben. So. Jetzt habe ich manchmal den Eindruck bei Hip-Hopern, dass vor allem Ältere, dass die so ein bisschen desillusioniert sind, was in den letzten 10 Jahren mit Hip-Hop passiert ist. Es sogar traurig finden und statt aber versuchen, irgendetwas zu unternehmen, sich einfach abwenden und sich gar nicht mehr mit Hip-Hop beschäftigen. Ist das bei dir auch so? Nee, also ich gucke mir schon ganz gerne noch Bilder an von Crews, die jetzt malen, und gucke mir Züge an oder Sachen. Also das interessiert mich immer noch, und es gibt auch immer noch Sachen, die sich lohnen anzugucken. Malst du eigentlich heute noch? Kein Kommentar. Okay. Zum Abschluss der Sendung würde ich ganz gerne noch wissen, warum habt ihr eigentlich aufgehört zu malen? Ja, wir waren fertig. Gut,
Das sind wir heute auch mit unserer Sendung.